Bebop macht halt viel Damage. Mein Durchbiss ist Abrams. Wird das ein experimentelles Match, sagst du? Nee. Yep. Ich hab den noch nie gespielt. Ja, und ich gehe stark davon aus, du wirst nicht so dominieren wie der Abrams vorhin gerade. No, nicht. Ein bisschen aufpassen mit dem, Hook, dass er mich nicht mehr hooken will, hooken kann, hat er gesagt. Das Gefühl, sie machen das sehr defensiv. Bin nicht mit drüber eingegangen, ne? Genau. Wir haben keine Creeps. Ja, ich merk's. Will man Heal and Ride kaufen gehen? Ja. Danke für die Hilfe. Ich kann ziemlich gut Tower tanken, weil ich Life wieder kriege. Bei mir 1210. Ich hab grad, wir sind ziemlich weit vorne. Ja, ich versuche diesmal viel zu denyen. Mach ich auch, die Gegner. Irgendwie passt überhaupt nicht. Nice. Nee, die Gegner sind wieder deutlich entspannter zu spielen. Die sind nicht so krass. Ich geh mal kaufen. Bin ich bei dir jetzt gerade. Spirit Lifesteal ist gut. Extra Spirit. Kann auch kaufen. Ja. Kann auch zählen. Wow. Ich hab schon Ult. Ich hab meine Ult, ja. Hab ich auch. Aber die sind jetzt sehr weit hinten. Mit dem kann ich ins Nachladen abbrechen. Das finde ich richtig geil. Er lädt jeden Schuss einzeln nach und wenn ich
dann zwischen drin angreifen. Ist gerade ein bisschen Solo da drin. Ja, sie reicht noch nicht ganz. Die Reichweite ist nicht so groß. Ich habe ihn noch. Doch einiges an Damage. Ich habe ihn noch. Habe ihn mit meiner, mit meinem 1 gesniped, basically. Okay, ich weiß, warum der vorhin so viel Melee Damage gemacht hat. Weil du komplett auf Melee Damage skills? Ich habe jetzt 3 Melee-Items. Ja, ja, ich sage ja, du skalierst... Melee-Lifesteal, Melee-Charge und Spirit-Strike. Grün ist aber hart am Verlieren. Ich würde gerne den Guardian hier holen, den Walker hier holen und dann können wir gerne rotieren. Walker ist... Ja, ich weiß immer nicht, was ist, aber... Erst kommt Guardian, dann Walker. Ups. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen zu grün. Ich habe aber keine Ult ready. Auch keine Ult ready. Our yellow guardian has been destroyed. Da kam gerade das Camp. Ich laufe wieder falsch. Ach, diese blöde Untergrundsachen. Okay, ich kann also nicht in den Guardian reinklatschen, der bricht mich ab. Hätte ich jetzt auch vermutet, ehrlich gesagt. Bin ich denn hier? Oh, ich dachte, wir gehen da rein, aber ihr seid rausgegangen. Ah, shit. Ah, shit. You need more protection. You know where to find me. Ich glaube, ich muss mal sparen für ein fettes Item. Ich gehe zu Gelb. Um das rauszupushen. Mach das. Grün wird gefightet wie sonst was. Wer hat gepost? Ja, das geht nicht mehr. So, ich gehe mal wieder zu Grün rüber. I'm coming to Green. Oh, come on! Oh, meine Ult wurde instant abgebrochen. Nice. This is how it starts. So, die Frage ist immer jetzt. Wahrscheinlich Yellow, oder? So wie ihr das auch macht. Das ist mein Plan. Mid-Boss has arrived.
Guardian has been destroyed. I'm about to ruin the day. Well done. Ja, ich mach zwischendurch aber die Camps, die hier oben stehen. Ich hab nur 6er Kills, Peter, mein Gott. Anscheinend. Also wenn die Gegner schlecht sind, ist der Hero ziemlich gut. Aber ich glaube, das gut. Wie kommt man denn da hoch? So. Das ist bei vielen Heroes so, glaube ich. Oh no! Der kommt ja noch weiter mit. Es ist die komplette Reihenrennen, hatte ich nicht gedacht. Wir waren doch nur noch ich. Ja, na, dann wird es gestorben und dann warst du tatsächlich nur noch du da. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich sehr blöd. So insgesamt. Can we defend green, please? In der Mitte, also bei Mid-Hero sind Gegner. Ich weiß nicht, ob ich da rein ulten will. Oh, einen Kill gemacht. Dynamo hat in der Zeit, wo wir da fighten, auch einen Walker machen können. Ja, ist leider nicht so cool, ich weiß. Ich bin halt nicht gut im Pushen auf dem Hero. Ja, aber wir haben ja eigentlich noch ein paar Leute, die gut im Pushen sind. Die pushen mir halt. Oh nö! Ja, ich krieg halt hier keinen Assist. Ich hab einen Dynamo. Der Dynamo ist super stark. Bei den Gegnern. Dynamo kann ich einfach komplett duellieren, ne? Wie? Ja, mit seinen CC und sowas kann er dich aber komplett duellieren. Er hat einen CC. Und das ist den hat er aber alle 5 Sekunden. Nee, ach so, den hat er bei mir gerade zweimal benutzt. Das ist. Was soll ich denn sagen? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Seelen. Okay, jetzt gehst du zu gelb. Das ist natürlich suboptimal, wenn ich da gerade hin wollte. Die Urne ist nicht da. Achso, ich stehe auf der anderen Seite. Ja. Hier ist ein Gegner drin. Jetzt ist die Urne da, oder? Jetzt die Urne bei mir, ja. Was willst du machen? Dann dürft ihr aber nicht fighten. Ich glaube, wir fighten lieber.
Weiß nicht, ich würde jetzt nicht weiter rein. We should push the other lanes, guys. Das wäre schon ganz gut. Wie bitte? Ich dann auch. Ich kann nichts machen, wenn die hochspringt. Das. Ich hab nicht ein Item für. So. Wenn die hochspringen, kannst du nichts machen, sagst du? Die Talon ist, der Talon ist gerade hochgesprungen und... Das Gefühl, ich bin hier in einem bad position. Jetzt schon. Ach, komm mal. Also, jetzt muss man jemand erklären, wo der Stun herkommt. Einfach einen random Stun. Als ob die auf einer Auto-Attack einen Stun haben, oder was? Ja, das ist Paradox. Die hat auf einer Auto-Attack... Die hat nicht diesen Laser gemacht, der mich slowt. Oder sieht man den dann nicht mehr? Doch, das ist der Laser, der dich slowt. Aber der stunt mich doch normalerweise nicht. Der slowt doch, halt. Timestop ist ein minimaler Stun. Und du wirst halt unterbrochen. Ansonsten, weiß nicht, Great Helen und dann. Was dann genau? Okay, wir haben, glaube ich, jetzt fast alle gekillt, bis auf zwei. Let's go purple. Can we do the urn? Wenn wir die gerade tot sind. Mehr Seelen kriegen. Brauchen. And away we go. Lauf, 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 lauf. Ihr solltet jetzt nicht fighten, wenn ihr könnt. Sag das mal den beiden. Ja, du warst auch so weit vorne. Ich bin nicht weit vorne. Ich du warst bin... ja Kelvin, oder? Ja, nein. Ah, du bist Abram. Du hast recht. Entschuldigung, ich verwechselt. Nasty little spirits. There's no avoiding this. Ekena stirbt gleich. Auf dem Weg zu dir, aber ich glaube, wir sollten das nicht fighten. Wipe me out. Ich will hier nichts fighten. Ja, nur weil da waren Gegner hinter dir, weil du es nicht gesehen hast. Oh. Oh. Die fighten die mir da, aber... War gleich. Von dir. Ja, dachte ich auch. Oh Gott. Mit meinem Lifestyle kann ich das da ganz gut machen, ja. Okay, wir haben es bekommen und wir haben die gekillt. Perfekt. Das war doch mal ein Play. Let's push. Stattdessen hat McGinnis Geld durchgepusht und Paradox gekillt. Ja. Ich habe eine Haze Ult gehört. Oh. Oh, ich habe generell bin ich schlecht gelaufen, glaube ich. Oh.
Oh, da ist ein Deepop hinter mir. So, du musst. Ja, würde ich gerne. Ist ja nicht ganz so einfach, wenn da jemand mich schon seit einer Minute charged. Dann geht das nicht mehr. Dann geht das nicht mehr. Haben wir zu weit gepusht. Waren wir gierig. Nee, wir haben. War das schon in Ordnung? Wir haben unsere Ding genutzt, unsere. Okay, die McGinnis ist immer auf der gleichen Lane und geht eigentlich viel zu weit. Das letzte Mal hat nur funktioniert, weil die Gegner nicht so gemacht haben. Weil die Gegner halt was anderes gemacht haben, ja. Bisschen die Frage, ich bin hier nur mit Lash. Moment, ich will aber nicht mit Lash, dann nicht mit dir sein. Ich kann Violett rauspacken und nochmal irgendwas. I see Paradox. Lash, be careful, you're alone. Ich bin viel zu sehr alleine. Beziehungsweise alle vier von denen. Oh, nö. I'm fixated. Push mal Purple ein bisschen, auch wenn das schon gerade im Pushen ist. Aber wir sollten vielleicht die Seelen mitnehmen. Kein Gegner. Oh, jetzt bin ich ein bisschen. Alle auf Ding. Bin auf dem Weg zurück. Kommt zu euch. Ich hab. Ein Hate hat mich verfolgt, als ich gerade die Urn abgeben wollte. Jetzt haben wir die Urn. Dass man diese Falle von dem Ding nicht deaktivieren kann, ist ein bisschen nervig. Jetzt ist meine Aegis auf Cooldown. Also mein Deine Aegis? Mein Revive. Keine Ahnung, wie heißt das Item dazu in LOL? Gibt's nicht. Doch, es gibt nein. Achso, Sonjas meinst du? Nicht Sonja, das, was dich wiederbelebt. Ach, Guardian Angel. Dann? Ja, Guardian Angel. Okay, ich hab hier drei Gegner. Gefällt mir nicht. Ich bin auf dem Weg, ich habe aber auch noch keine Ulti. Gefällt mir insgesamt nicht. Okay, ihr seid alle da. Hinter uns jemand gestorben? Ach, die böse Immo, weil er sich schreibt, ne? Halt drei Gegner davon abzufighten und das passiert trotzdem nicht. Ich habe noch zwei Kills gemacht. Unsere Vindicta. Hm. Im Vergleich zum Great Helen ist die Vindicta nicht im Spiel. Ich habe auch das Gefühl. McGinnis, you should go back. They are rotating to you probably. Dreh dich um und mach ne Wall. What? Schon wieder 7000 Seelen. Na, 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 na. It's Brooke, stay strong, buddy. Die machen die Ohren. Okay, ich komm zu grün. Ich wollte zu grün. Spiel, danke. Aber nicht so schnell. Moment, grün ist die falsche Seite. Nein, ich Idiot.
wirklich auf die falsche Seite gegangen. Shit. Hey, dann hat Taylor kann mich einfach komplett one-tappen. Ich dachte, wir fokussen Taylor runter, aber haben wir nicht irgendwie. Es ist ein völlig chaotisches Haufen. Ich hatte auch keine Ult ready. Ach, shit. Ich darf ja nicht mittendrin stehen. Das ist zu chaotisch. Der Talon fokust mich komplett raus, weil ich nichts gegen ihn machen kann. Der Talon fokust nur einen raus. Der hat mich zuerst gefokust. Der hat immer auf einen alles. Und wir kriegen ihn halt nicht tot. Unser einziges Counterplay wäre ein Bebop, aber... Nee, die haben wir nicht mal. Der Gegner hat Bebop. Lash ist wahrscheinlich das einzige Counterplay. Lash müsste ihn runterulten, wenn der irgendwie durch die Gegend fliegt. Zwei Leute gekillt. Great Helen fast, Bebop fast. Ich weiß nicht, was ich noch. Ich war einfach useless in dem Fight. Das ist my bad. Hey, manche Sachen. Our purple walker has been defeated. Die kommen wieder zu McGinnis wahrscheinlich, allesamt. Yep, und die wird wieder nicht schnell genug abhauen. Pace down. Nice. Die Bebop. Damage ist schon sick von so einem Fat 7, ey. Ich hab mal wieder Talon-Probleme. Was hast du denn hier? Probleme? Talon-Probleme. Achso. Das verstehe ich. Ah, der Talon, Alter, holy, macht der viel Damage. Ja, wir hätten fast den Kill gemacht, aber leider nur fast. Will ich ein Ethereal Shift hier haben? Wahrscheinlich schon, um mich zu retten. Wahrscheinlich will ich schon nicht Ethereal Shift. Die Frage ist, was baue ich dann noch? Spirit Lifesteal. Escalating Exposure wahrscheinlich. Das ist gar nicht hier drin, ne? Ah doch, ist drin. Das sollte ich machen. Aua. Das ist übrigens gerade sehr abseits von allem. You should regroup, guys. Wir sind übrigens 10.000 Seelen vorne, das fühlt sich für mich gar nicht so krass an. Bisher. Komm ich hier hin? Da komme ich doch hin. Toll. Nee, das ist die falsche Richtung, wo ich hier laufe.
Nice Great Hammer. Das war eine schlechte Ult. Hätten wir durchpacken können. Can someone take yellow? No. Not true. Push, push, push. Our stronghold. You're mine. Our course is through me. Das Ding geschiftet. GG's! Da hab ich mich sogar mal ein bisschen das Curry gefühlt, ey. Holy shit. Dass man Leute töten kann, nachdem die Runde vorbei ist, finde ich doof. Ich hab gar nichts. McGinnis hat und du hast, wir haben alle verdammt viel Spielerschaden. Ach nee, gesammelte Seelen, vergiss es. Wo sind die Spielerschaden? 36.000. Du hast recht viel Spielerschaden. Ja. Da war ich sogar unser Carry. Der Talon war insane gut. Holy fuck.